paar Jahren, aber ich dachte immer, ich habe mich nicht irgendwie ausreichend kompetent gefühlt, um diesen Song zu schreiben. Weil meiner Meinung nach habe ich immer gedacht, den Song muss eigentlich jemand schreiben, der in Ostdeutschland aufgewachsen ist, in der DDR. Und der DDR hätte da im Grunde viel mehr so Know-how als ich. Und dann habe ich gewartet und gewartet und es kam nichts. Dann habe ich ihn selber geschrieben. Jetzt ist er da. Er ist Proletarier, sucht Frau. Wenn das mit Gorbatschow und Dragon damals andersrum gelaufen wäre und die Welt wäre heute eher so linksrevolutionär, wir wären das wohl dann in Deutschland mit dem Westen und dem Osten. Wer lebt denn dann auf wessen Kosten? Wie wäre das gelaufen? Wer könnte bei wem für einen Rubel Schlösser kaufen? Und wie viele Langzeitarbeitslose hätten einen lockeren Job in der Kolchose? Was wäre da aus Lukas Podolski geworden? Wahrscheinlich hätte er mehr Orden. Wahrscheinlich hätte er weniger Geld. Aber egal was für eine Welt, Lukas Podolski wäre ein Held. Alle würden alle Berger saufen. Und jeder könnte sich das neue Sputnik MacBook kaufen. Den rosa Luxemburger Bacon and Cheese, Brüder und Schwestern, das wäre das Paradies. Brüder und Schwestern, das wäre das Paradies. Wie dem Land, das es da gäbe, und das Fernsehen wäre, wer wird Millionär? Hieße Genosse, super schlau. Die populärste Serie wäre Proletarier sucht Frau. YouTube wäre von ganz oben kontrolliert und garantiert so scheiße, dass es keinen interessiert. Alle würden meine Berger saufen. Jeder könnte sich das neue Sputnik MacBook kaufen. Den rosa Luxemburger wer wird wieder Meister, Arbeiter und Bauern München? F6 wäre die coolste Zigarette. Und Burger King hieße VEB-Bulette.